Hallo und herzlich willkommen zu Mr. Luke zockt Stranded Deep, Folge 5 hier auf dem Kanal. Und ja, als allererstes wollte ich sagen, speichern wir mal. Wir müssen nicht unbedingt schlafen, aber speichern. Gucken wir mal an unserem Unterschlupf. Das habe ich nämlich schon länger nicht mehr gemacht. Dann trinken wir mal was. Trinken ist nie verkehrt. Ja, wir sind eigentlich ganz gut in Schuss. Mond geht unter, da sehen wir was. Und die Sonne geht gleich auf. Wir haben aber keine Zeit. Für solche Spirenzchen gucken wir uns von anders mal an. Wir brauchen nämlich Holz an unserer Baustelle. Dann habe ich bei mir im Inventar eine Taschenlampe. Ja, kann man die stacken? Kann man. Ich weiß gerade echt nicht, ob das irgendwie ein Nachteil ist, wenn man zwei davon hat. Kein Plan. So, was hier sonst drin? Transportmittel, verfeinerter Hammer. Der wird sicherlich brauchbar sein. Dann haben wir noch mehr Holz. Noch irgendwo Holz? Jo. Ah, ich habe keinen Platz. Ja, erstmal räume ich jetzt kurz hier die Kisten alle auf. Dauert ein paar Minütchen und dann haben wir das auch fertig, Alter, mit dem ganzen Holz. Aber so wollte ich das ja eigentlich auch haben. Wobei, das ist wahrscheinlich nicht so schlau, wenn ich das hier hinschmeiße, ich Idiot. Wenn ich da gleich weiterbauen will. ja. Egal. Wir gucken gleich. Was kann man denn mit dem Hammer hier machen? Geil. Sieht natürlich schon mal nice aus. Den lege ich erstmal hier hin. Oder sonst irgendwas, was wir ablegen können? Okay. So, die Kiste packen wir da hin. Da packe ich mal noch Sachen hin, mit denen ich gerade nichts anfangen kann, weil ich nicht weiß, was wir damit machen können. Und zwar wären das diese Transportgeschichten. So, wir haben hier Transportmittel, Elektroeinheit, Treibstoffeinheit, Filtereinheit, Motoreinheit. Ja gut, das noch als Floß zu bezeichnen. Ein motorisiertes Floß können wir uns vielleicht bauen. Oder wie auch immer man das dann nennen mag. Stellblech und Leder. Oh ja, das kann eigentlich hier drin bleiben. Leer. Meist mal. Ich packe die einfach erstmal hier gerade hin. Vielleicht wollen wir dann natürlich selber auch noch was von dem Kram, was wir hier einfach so dämlich rumliegen haben, reinpacken. Gebe ich zu. Aber kümmere ich mich noch ein anderes Mal drum. Wenn ich am Start habe, was hier so abgeht. Okay, hier ist noch so ein Ding drin. Dann das mal so. Nur die werden wir gebrauchen können. Die Sachen hier können wir alle gebrauchen. Mein Inventar ist schon voll. Das kommt auch dahin. Bam. Hier haben wir faserige Blätter. Die brauchen wir wahrscheinlich eh größtenteils nur, um eine Schnur zu machen. Davon haben wir jetzt zum Glück schon mal ein paar. Wie könnte ich das auch in eine Kiste packen, ne? Mach ich gleich auch. So, die Steine kommen auf den Stein auf. Dann Klebeband. Fernglas. Okay. Die Pflanze. Hier so hin. Da haben wir noch. Fernglas kann man bestimmt brauchen. Fischerspeer. Hier auch schon. Holz kommt da hinten noch hin. Ja, ich weiß nicht, inwieweit man
diese nützlichen Sachen permanent dabei haben sollten. Fernglas. Wenn wir hier rumlaufen, brauche ich auch kein Fernglas, ganz ehrlich. Ist aber natürlich schön, das zu haben. Genauso wie ein Licht und ein Kompass. Ich bräuchte jetzt echt mein Beschriftungslabel von Belial. Das kann man stacken. Ja klar. Wo habe ich den Kanister hingepackt? Dumm. Ah, hier. Ich da mal noch mit rein. So. Blähblech Schnur. Klebeband. Mal Stoff rein. Okay, noch. Türe. Dann könnte unser Pflanzending werden. Ja, okay. Hier alle Pflanzen rein. Ordnung muss ja schließlich sein, ne? Hat das nicht schon Hausmeister Krause früher immer gesagt? Nice. So muss das sein. Dann haben wir jetzt hier Pflanzen. Irgendwie so ein paar Baumaterialien und das, was vielleicht für das spätere Spiel ist. Ist hier noch Platz? Okay. Ja, dann leg den Stoff daneben. Nahrung, bisschen Holz, bisschen Stein. Alles klar, das läuft. Sonne ist nicht schlimm, wir können bauen. Wir müssen ein bisschen was trinken. Müssen wir da schon wieder nachlegen? Alter. Ging aber schnell. Na, so. Feuerstelle geht noch klar. Speichern wir nochmal. So, dann haben wir den Progress jetzt zumindest schon mal safe. Und jetzt geht's ans Bauen. Aber richtig. Volle Lotte. Kann ich erstmal die Dinger hier wieder aus dem Weg nehmen, die ich hier so doof hingepackt habe. Hammer. Und ist halt die Frage, wie groß zieht man das Ding auf? Hier würde ich sagen, auf jeden Fall nochmal Fundament hin. Drehen, cool. Jetzt rein damit. Auch. Ich meine, gut, in einem Tag kann man nicht erwarten, dass man dann so ein Haus baut, aber wir sind jetzt am 5. Tag, glaube ich. Wenn wir natürlich irgendwann auch mal ein Dach über dem Kopf haben. Gott, was habe ich denn jetzt hier ausgewählt? Fundamentkeil, also. Nee. Auch wenn das jetzt rudimentär ist, bauen wir uns jetzt ein Haus. So. Fitness. Die anderen Skills könnten wir uns auch mal angucken. Wie weit wir hier schon so gelevelt haben. Ja, die UV-Strahlung ist hoch. Ja, Jagen ist noch am niedrigsten. Kochen. Was ist denn das dritte Grad? Ich weiß es nicht mehr. Fitness. Crafting. So. Ja gut, das Holz geht wahrscheinlich schon ziemlich schnell zur Neige. Brauchen hier nämlich immer vier für ein Fundament. Planken. Abfallplanken. So, Holzboden. Aber wir müssen doch jetzt nicht noch einen Boden darüber setzen, würde ich mal sagen, ne? Pfeiler, okay. Ist klar. Wände. Holzwand. Holzhalbwand. Okay. Okay. Wollte nur mal so ein bisschen checken, was es hier so gibt. Ah, okay. Gewellte Wände aus Dings kann man aufbauen. Dafür brauchen wir aber ein höheres Level beim Bauen. Ziegelwände. Containerwand. Ja. Irgendwann bauen wir uns auch noch ein schöneres Ding. Aber jetzt mache ich hier mal eine Holzwand. Wollen das doch, will das doch dahin. Kann ich das da nicht hinbauen? Oder in
interpretiere ich das irgendwie falsch? Warum? So. Achso. Ah, okay, die Steuerung ist ein bisschen. Steuerung ist gewöhnungsbedürftig, auch was das Bauen anbelangt. Alter Schwede. Wie zum Geier kriege ich das Ding da jetzt wieder hin? Alter. Irgendwie so. Naja, außer dass es nicht ganz bündig ist. Ich fange einfach mal damit an. Okay, da muss ich mich dran gewöhnen. Das ist sehr prickelig. Also, sehr prickelig. Aber schon mal was. Ah, okay. Schließt da doch bündig ab. Sieht ja auch bescheuert aus. Jetzt muss ich mir mal überlegen. Ich habe jetzt hier gebaut. 4 mal 2. Wir machen natürlich noch mal eine Viererreihe, glaube ich, ne? Ja, dann sollte man auch irgendwie noch da dran vorbeikommen. Das ist zwar ziemlich eng, aber hier geht das eigentlich auch wohl klar. So. Das heißt, wir können jetzt erstmal hier Wände spammen. Nebenbei natürlich unsere Vitalfunktion, sag ich immer, hier nicht außer Acht lassen. Okay, die Sonne knallt heute schon mehr rein. Die arbeiten hier mitten in der Sonne. Aber wir wollen ja auch ein bisschen was schaffen. Und da zieht schon wieder der Hammer kaputt. Jo. Okay, das war jetzt ein bisschen unspektakulär, wie das aussieht. Aber Hammer ist hinüber. Das heißt, wir brauchen 9 groben Hammer. 2 Steine, eine Schnur und ein Stück Holz. Ja, kein Akt. Das haben wir ja alles am Start. Es zieht schon wieder irgendwas auf. Die Sonne wird noch da sein, ja. Oh, kriegen bald Sonnenbrand. Aufpassen. Schnur war da drin. Eine. Hammer ist fertig. Oh, die Sonne brennt, ey. Mal eben in Deckung gehen hier. Der reicht doch nicht. Ah doch. So, ein bisschen Schatten tanken um 13.13 Uhr in der prallen Mittagssonne. Ja, geht. Geht so einigermaßen. Währenddessen, wir müssen uns das ja nicht die ganze Zeit angucken, können wir mal schauen. Was gibt es hier eigentlich noch? Handwerk. Achso, das ist die Überrubrik Handwerk. Okay, hier steht dann Werkzeug, Gürtel, Jagen, Möbel, Containerregal. Ah, okay. Ah. Schon ganz nett. Ah, ein Bett. Leder, Stoff und Holzstöcker. Ja, können wir uns auch gleich bauen. Wobei, ich weiß nicht, wie viel Stück Leder wir haben. War das jeweils nur ein Leder oder? Ich meine, wir haben aber drei. Das wäre natürlich ärgerlich, wenn wir jetzt nur zwei Leder hätten. Auf jeden Fall, worauf ich noch hinaus wollte, hier mal zu gucken, Verbrauchsgegenstände. Wasserbeutel. Okay, dafür brauchen wir ein Gerbergestell. Aloe-Salbe. Ja, woher weiß ich? Verwendet man das vorher präventiv gegen die Sonne? Ich vermute mal. Aloe-Pflanze und eine Kokosflasche. Ja, kann man sich, glaube ich, auch nicht allzu oft leisten, aber doch während der Sonne mal macht eine Schiene. Okay, das erschließt sich mir jetzt gerade nicht so ganz, wofür das ist. Atmungsboost, Haiabwehrmittel. Ah, interessant. Fichte. Okay, ja, hier kann man freischalten. Farming.
Ach so, ein Pflanzbeet. Oh. Das könnten wir auch schon machen. Dann weiß ich aber auch nicht, was man danach so damit machen kann. So, die Sonne geht eigentlich klar. Wir können jetzt weitermachen und erstmal ein bisschen weiterbauen. Wenn wir ein Haus haben, wenn wir ein Dach über dem Kopf haben, dann können wir uns natürlich auch jederzeit besser vor der Sonne schützen. Das ist natürlich auch wichtig hier. Holzwand auch so. Muss wieder Holz auf. Was? Ich sehe, das ist schon alles? Heilige Scheiße. Kommen wir ja überhaupt nicht weit mit. Oh Mann. Gut, eine Wand kostet. Ja, ich will das hier noch größer aufziehen, ey. Es wäre aber schon auch. Wobei, ist schon nicht so schlecht, aber. Weiß ich, wie das jetzt mit anbauen oder umbauen später ist. Ich hätte das schon ganz gerne in der Größe so, dass ich das nicht nochmal komplett hier ummodellieren muss. Deswegen würde ich an sich gerne noch hier dran setzen, aber das sind natürlich auch wieder 16. Da fehlt uns noch was. Wir haben drei. Ach, reicht nicht mal mehr für eine Wand. Hilft das eigentlich schon ein bisschen vor der Sonne? Na gut, jetzt dahin. Komplett weg. Weil ich meine, hell ist es ja noch. Manchmal scheint die auch durch die Wolken so durch. Ja, okay, geht klar. Es sieht aber schon cool aus, muss ich sagen. Das gefällt mir. Ich will das gerne vernünftig groß haben, aber wir haben nicht genug Holz. Ich muss halt hier jetzt echt. Hier steht nicht mehr viel. Weiß nicht, ob ich die hier platt machen soll. Oder ob ich mir das Holz wieder von woanders her besorgen soll. Bin ich noch ein bisschen unschlüssig. Eigentlich war ja das nächste, was ich machen wollte, das Häusle fertig bauen. Setzlingpalme. Können die eigentlich auch wachsen? Oder bringt das nichts? So, ich packe das mal noch hier zu unseren Pflanzen, wenn wir da noch Platz für haben. Mache ich das denn, wenn ich das in der Hand habe? Geht das dann überhaupt? So. Was können wir alternativ noch machen? Ist schon wieder kein Holz mehr drin? Und auch kein. Geht doch am Anfang auch nicht so schnell. Das ist ja heftig. Ach, scheiße. Das Ding jetzt noch. Scheiße, ist auch verdorben. Ja, das ist natürlich doof gelaufen. Ich kann jetzt hier nochmal Holz nachlegen, weil das Feuer ist gerade aus. Wir brauchen deutlich mehr Holz. Deutlich mehr Holz. Und crafting-technisch. Wir brauchen auf Dauer eh Holz. Für Beete. Für alles Mögliche braucht man natürlich Holz. Muss ich mir auch von woanders herholen. Turboofen, ein Fass und eine Feuerstelle. Gut, ich weiß nicht, was man mit dem Ding anfangen kann, aber können doch auch so eine Falle bauen. Ruhefalle, Fischfalle. Ja gut, wir können hier mal ein paar Fische fangen. Holztisch, wir brauchen aber mehr Holz. Bisschen werde ich hier, glaube ich, noch holzen können und auch machen. Nahrung. Gehen jetzt mal eben kurz ein paar Fische hier aufgabeln. Das geht ja eigentlich sehr schnell. Fischt, jawohl. Es geht ja wirklich ratzfatz, ey. Ich weiß nicht, wenn ich die nicht brate, wie lange die sich so im Inventar halten. Ah, da kann man auch mehr von stacken. Ah, das ist gut. Habe ich nämlich einen 6er Slot. Noch was? Da. Das muss ich dann mal testen, wie viele man davon haben kann. Wahrscheinlich 10 oder so. Mache ich die mal voll. Sehe hier keine mehr.
Scheiße. Walle. Ja, wo sind die ganzen Sardinen hin? Die haben mitbekommen, dass es denen hier an den Kragen geht. Die haben das von ihren Teammates gehört. So, jetzt laber ich hier eigentlich alle tot. Okay, 8 kann man haben. Naja, dann kann ich aber 2 anbraten und die lasse ich dann auch nicht verderben. Boah, ich muss das Feuer neu anmachen. Feuerholz. Typisch Survival-Spiel, man hat immer was zu tun. Ich komme nicht voran bei dem eigentlichen Projekt, was ich vorhabe, mir hier eine Hütte zu bauen. So, Fischis. Okay. Achso. Ja, Moment. Ich muss sie erst heute. Vergesse ich immer. Der braucht Sinn. Er sagt ja gar nicht disgusting. Ne? So. Zack. Es gibt ja auch so ein Signal, wenn man, so wie jetzt gerade war, nämlich auch ein Signal, dass eine Ladung Trinken da ist. Einen zweiten Destillierer bräuchte ich gerade gar nicht, ey. Also, guck mal auf Tab für die Stats, ey. Das habe ich von anderen Spielen so drin, dass... Komme ich noch nicht drauf klar, dass die Uhr immer auf F ist. Hunger haben wir. Ja, die zwei Dinger muss ich mir gleich reinzimmern. Ich glaube. Ja, Hunger. Ja, okay, ich kann noch ein bisschen Kokosnuss essen. Das können wir auch machen. Und dann muss ich mir überlegen, welche Bäume ich hier noch fällen kann. Ich meine. Die Schatten brauchen wir die ja auch nicht mehr. Irgendwas, wo nichts nachwächst. Warum kann ich... Das ist doch... Nur Holz. Warum kann ich die... Natzen? An den Dingern nicht irgendwie Yucca-Früchte? Keine Ahnung. Achso, faserige Blätter gibt es da natürlich dran. Und dann eine Yucca-Frucht. Ja, weil ich die jetzt abgehackt habe, nehme ich die auch runter und mache daraus eine Schnur. Aber ich fäll irgendwas anderes, einen Fikus. Ich glaube, das ist nicht so schlimm. Beide auch. Ja, viel kommt da auch nicht runter, ey. Kokosnuss ist natürlich auch doof, wenn wir keine mehr haben, wenn ich die ganzen Palmen fälle. Wiki. Ja, am besten ist es. Wir holen uns eigentlich von anderen Inseln das Holz. Boah, die ist aber groß. Ich die Fälle, da muss doch dementsprechend mehr Holz drin sein. Ich hoffe mal, das Spiel ist so realistisch. Also, die ist ja richtig groß. Dementsprechend hat die viele verschiedene Holz. Teile, sag ich mal. Sieht man hier ja immer, wenn man die so anvisiert. Andere haben nur 2 oder 3 und die hat, naja, 4. Okay, geht. Ist auch nicht so krass, aber vielleicht 20 Blöcke. Wäre mal ganz nice. Palmwedel haben wir ja, werden wir halt irgendwann auch keine mehr haben auf der Insel. Muss man ja ständig irgendwie rüber. Oder kann man auch Bäume anpflanzen? Stelle ich mir jetzt schon die Frage, denn allzu lange wird das, glaube ich, nicht mehr dauern. Alles im Inventar, ey. Nee, noch Platz für Pflanzen. Eine Pio. Zu viel. Nur. Blätter. Habe ich jetzt 1 von 5 faserige Blätter? Manchmal checkt 1 von 6. Bei anderen Dingen hat er nicht so viel gestapelt. Es kann doch nicht sein, dass das so schnell leer ist. Das ist doch ein Bug.
Habe ich die nicht eben gerade noch an diesem Tag geladen? Das ist doch lächerlich. So. Ziehen uns mal die Richtis hier rein. War das jetzt? Wie so ein Uhrensignal für. Weiß ich auch nicht. Das Feuer. Warum geht das jetzt immer so schnell leer? Okay, da hatte ich nur 3 aufgeladen, aber trotzdem. Ihr macht's mir auch nicht einfach. Den Bär kann ich abladen. Kokosnuss, warum habe ich die Kokosnuss noch mit? Die Fische. Ich werde die nicht irgendwie schlecht von der Sonne. Dann kümmern wir uns jetzt mal hier wieder um unseren Baum. Kann ich den da wegziehen? Jawohl. Ja, hacken. Ich will das Haus fertig bauen. Gott, dann bräuchten wir eigentlich nochmal wieder Holz. Ah, Moment. Ich will eben gucken. Wo kann ich denn Floß bauen? Ortmittel. Ein Holzfloßfundament. Ach du Scheiße. Wie groß ist denn hier ein Floß? Für mich ist ein Floß so ein Harzding, wie so ein, wie dieses Fundament, was ich eben gebaut habe. Weißt du, 4 Stöcker. Und dann vielleicht irgendwie, wenn es gut läuft, ein Mast dran mit einem Stück Stoff als Segel. Floßüberdachung? Okay, Floßanker. Floßsegel, ja. Ja gut, das könnte ich auch bauen. Oder Motor. Ah, Klebeband. Motoreinheit. Okay, die Sachen habe ich ja alle schon. Glaube ich. Das ist ja gar nicht mal so teuer. Okay, es ist tatsächlich nur ein Floß. Aber hier mit rudimentärer Überdachung. Gyrokopter? Kann sich ein Gyrokopter bauen? Loch. Die Einheiten haben wir auch, glaube ich, für den Motor zumindest. Gyrokopter-Einheit, okay, das muss man irgendwo noch finden. Ja, okay. Ja, wahrscheinlich, wenn man Floß hat mit Lagerflächen und so, dann kann man auch einfacher und besser Sachen farmen. Kümmern wir uns jetzt erstmal um unser Vorhaben hier. Haus und dann Floß. Ja, ich muss mal gucken, wenn wir wieder Holz brauchen, fahre ich nochmal einmal rüber. Aber wir können ja auch, selbst wenn ich nicht diesen Trick mit den Kisten da drauf aufs Boot, nenne ich es mal, auf das Rettungsboot packen machen will. Denn ich habe ja hier 2 leere. Ach nee, man kann die gar nicht in das Floßlager, in den Floßlagerraum. Aber ich kann in meinen eigenen Lagerraum, mein eigenes Inventar, kann ich ja die ganzen Kisten mit Holz vollballern. Zumindest die 2, die ich habe. Und selber noch ein bisschen Holz und so weiter. Das geht schon klar. Baum Fikus. Ja, der bringt halt nicht viel Holz. Hier, kommt da was nach? Wir bauen erstmal weiter. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir bauen weiter. Wir haben gar keine atmosphärische Musik mehr jetzt gerade. Ganz ruhig hier. 23.13 Uhr. Das hat aber schon irgendwie was. Gefällt mir. Mal gespannt, wie das Dach dann aussieht. Vielleicht können wir noch irgendwas ohne Holz machen.
Noch mehr mit Stoffen arbeiten oder so. Na gut, eine Plane ausfahren. Fenster. Oh scheiße, ja gut, das habe ich jetzt gar nicht irgendwie bedacht. Baut man die dann im Nachhinein rein oder ist das eine ganze Wand? Also, ah, so ist das gemeint, verstehe. Ja, gut. Dann mache ich das, glaube ich, auf. Ja, scheiße, dann kommt da kein Licht rein. Also zumindest nur von der Seite. Obwohl, hier kann ich ja noch. Alles gut, alles gut. Alter. Dachte ich zumindest. Kann ich irgendwie nicht. Alter. Die Steuerung. Ich hoffe, das ist jetzt nicht falsch rumgebaut. Aber ich würde mal sagen, so weit geht das Spiel wahrscheinlich nicht, dass das jetzt in der Hinsicht richtig oder falsch rum entscheidet. Okay, jetzt haben wir hier ein kleines Fensterchen. Das so gut ist, wenn es richtig regnet. Naja, mal sehen. So. Eigentlich für einen alleine reicht das ja völlig. Aber kann ich noch nicht abschätzen, was man noch so alles braucht. Eine Mangelung an Rohstoffen. Sollten wir das vielleicht einfach mal fertig machen? Bogen, Tür, ist klar. Da wollte ich noch gucken. Naja, okay, alles mit Dachmitte. Dachkeil, Dachecke. Okay, so. Was ist eigentlich, wenn man Sachen wieder abreißen will? Naja, ich will es nicht drauf ankommen lassen. Gut, ich glaube, ich baue da noch ein Fenster hin. Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich die halt parallel so an die Außenseiten gemacht. Aber wahrscheinlich wollen wir ja auch, dass ein bisschen Licht reinkommt. Und hier wird dann die Tür hinkommen. Dann mache ich hier einfach noch ein Fenster hin. Kostet auch ein Holz weniger. Natürlich für uns effizient. Was ist überhaupt mit der Tür dann? Wie breit? Tür. Nur, ich will doch nur sehen, wie groß das ist. Egal, wir machen noch mal eine Wand hier hin. So, wir sind zumindest gleich schon mal so weit fertig, dass nur noch das Dach fehlt. Finde ich ganz cool. Wahrscheinlich fehlt uns jetzt das Holz für die Tür, nehme ich mal an. Oder habe ich noch was? Naja, zwei Stücke. Ja, dann war es das erst einmal für heute hier. Schaut euch das an. Das ist zwar mitten in der Nacht, aber wir sind natürlich fleißig. So sieht's aus. Schon gar nicht mal so schlecht. Da fehlt noch eine Tür und dann das Dach drauf. Und dann haben wir unsere Hütte in Paradise quasi fertig. Und ja, ich hoffe, ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Mr. Luke zockt Stranded Deep. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis dahin. Ciao.